Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, Folge 347, Let's Show Play Minecraft. Und wir sind hier wieder in der Minecart-Station El Andalus am Berberdorf. Denn ich habe die Ecke mit dem Spawner wieder rekonstruiert, sprich aus einem alten Spielstand einfach reinkopiert. Und da werden wir uns jetzt nochmal dran machen, den auszubuddeln. Ja, und diesmal wird uns hoffentlich der Spawner nicht von einem Creeper zerstört. So, da seht ihr das. Da ist noch teilweise die Konstruktion da vom letzten Mal. Ja, und hier sehen wir hier Dutchmans Schande. Da stand vorher noch das andere Schild. So, und dann wollen wir uns mal hier das so richtig hinsetzen. Das hat ja ganz gut funktioniert mit der Konstruktion. Der wird eh bald wieder weggesprengt, aber egal. Ja. Dass hier auch das Dynamit richtig schön reinplumpsen kann. So, zack, 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 sammeln wir das hier noch ein bisschen ein und dann machen wir hier noch ein bisschen weg. So. Und dann zack, 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 graben wir das hier noch möglichst frei, dass das Dynamit da auch schön weit unten explodiert. No. Und ich glaube, ich habe ja inzwischen das passende Verfahren, mit dem wir unsere TNT-Pakete da sauber nach unten expedieren, ohne dass die uns dann hier oben ständig um die Ohren fliegen. Jo, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Ja. Zack, und runter damit. Oh, das scheppert noch ganz gewaltig. Das geht noch nicht so richtig nach unten, aber so langsam hauen wir uns da runter. Ja, Kravum. Ich hatte ja ein bisschen Probleme mit meinem PC. Da war ein CPU-Lüfter ausgefallen, beziehungsweise der CPU-Lüfter ausgefallen. Und das konnte ich aber inzwischen zumindest provisorisch lösen. Und das Provisorium hat auch den ersten Dauertest bestanden. So, da unten sind jetzt aber auch die, oh, die Experience-Punkte weg. Alles soweit kein Problem. Jo, oder? Dann hauen wir uns hier schön Ebene für Ebene. Gehen wir da runter. So. Das hat doch ganz gut geklappt. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir erstmal wieder hier das Dynamit beiseite packen und dass wir da sauber runterkommen und uns hier eine schöne Treppe hier rundherum runterbauen. No. Dass wir da in das Löchslein auch mal heile runterkommen, ohne uns alle Knochen zu brechen. So, zick, zick, zick. Ups. So, und dann immer schön hier, zack, ein runter. Dich hauen wir weg, dich hauen wir weg. Dann können wir hier wieder uns abwärts begeben. So. Zack, da haben wir sehr bald
geschafft und dann können wir auch gleich schauen, ob wir auf der richtigen Tiefe sind. Dass wir da dann auch endlich zum Spawner durchkommen. Ah, das hört sich soweit ganz gut an. Nach jeder Menge Zombies, die hier rumlurken. Ja. Schauen wir mal. 38, 8 Felder nach unten müssten wir noch. Das heißt, schwuppdiwupp, wir gehen hier nochmal die ganze Strecke hoch und dann lassen wir noch ein bisschen Dynamit darunter plumpsen. Dann sollten wir es erreicht haben. Zack, zack, zack. Ach, ist das schön, wie das funktioniert hat jetzt auf einmal, ne? Wenn man alles richtig macht, geht das auch ruckzuck. So. Haben Essen, dass wir danach ja auch gestärkt nach unten gehen und okay. Okay, dann schauen wir mal, wie das da aussieht. So, Dynamit wieder zack beiseite gepackt. Hoppala, und dann hier mal so zack ab und zu eine Fackel hingesetzt, dass das hier nicht allzu dunkel wird. Jo. No, dann können wir hier gleich noch ein bisschen Eisen mitnehmen. So. Und jo, 34 sieht soweit gut aus. Ah, und da haben wir schon. Da seht ihr, haben wir schon Cobblestone. Da ist die Decke. No. Ja, da haben wir die Burschen. So, und diesmal lasse ich mich da nicht von einem Creeper beeindrucken. So, erstmal hier abseilen. Entschuldigt, wenn das jetzt ein bisschen laut wird, wegen der ganzen Burschen hier. So, klack, klack, klack. So, na komm, ihr alle. Zack, zack, zack. Sterbt, sterbt, stirbt. Du auch. Na, so. Und dann gleich mal hier lang abgesichert. Zack, genau ins Auge. Okay, der braucht noch ein bisschen, bis er da ist. Können wir sich schon mal die Fluchttreppe hochbauen. Und endlich gucken wir in die Kiste. Was haben wir? 6 Eisenbahnen, einen Eimer. Oh ja. So. So, ich will mich ja nicht beschweren. Zack, Kiste nehmen wir mit. Und dann werden wir hier das ganze Ding noch auseinanderknödeln. Ja, ist ja gut. Hier den Cobblestone. Na gut, den mitzunehmen. Aber einfach hier erstmal die Lage raus. Sag mal, hast du sie noch alle? Gib Ruhe. So, so. Einmal schön den hier mit Fackeln garniert. Zum Frühstück serviert, nur weil er sich reimt. So, klingeli, klingeli, klingeli. Den Mossy Cobblestone will ich hier natürlich rausholen. Na, den lasse ich mir nicht entgehen. Dann werden wir uns die Höhle da noch weiter anschauen. Und dann werden wir auch noch mal schauen, was sich so ergibt. Vor allen Dingen, warum hier dieser Cobblestone da ist, ne? Das ist ja noch eine Frage, die offen ist.
Ungeklärt, ein Fall für Galileo Mystery. Das sieht mir aber fast so aus, als ob hier mal Lava zugange war und die von fließendem Wasser gelöscht wurde. Hier holen wir jedenfalls erstmal schön Gold raus. Ja, das könnte durchaus sein, dass hier so ein einzelner Lavablock war, hier neben gleich fließendes Wasser generiert und schon haben wir da einen Cobblestone. Was machst du denn da? So. Zack, zack, zack. Erstmal hier ruckzuck rausgeholt. Den Mossy Cobblestone, einmal den gesamten Fußboden hier rausgenommen. Ah, die Auslegware ist aber auch in einem schlechten Zustand. Ne? Komplett vermoost hier. Da sitzt überall der Speck drin. Wer weiß, wie lange hier keiner sauber gemacht hat. Ziemlich lange, denn dieser Chunk wurde ja, ich denke mal, noch in der Beta 1.2, vielleicht Beta 1.3 generiert. Das ist also mit einer relativ alte Gegend hier in meiner Welt. So, und hier lassen wir uns mal, hoppala, die Treppe stehen. So, und so. Hier eine Fackel hin, da eine Fackel hin, da eine Fackel hin. Dann sollte das hier auch erstmal hell genug sein. So, und so, dass hier auch noch der Ausgang schön markiert ist. Schwupp, schwupp, schwupp. Dann werden wir mal schauen, was ich mir mit dem Ding hier noch einfallen lasse. Genau. Experience-Maschine, weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen tief dafür. No. Also jetzt schaden kann es nicht. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja demnächst dann auch Wege. Hier schon wieder Cobblestone. Ist dahinter irgendwas? Nö. Dass man die Monster nach oben befördert oder sowas. No. Okay, hier können wir dicht machen. So, reicht das hier von der Beleuchtung? Naja, halbwegs. Und da hinten nochmal Lava. Und das sieht mir schon wieder so aus, als ob wir hier eine ganze Menge Höhle zu entdecken haben. No. So. Machen wir uns hier erstmal ein bisschen den Blick frei. Okay. Zack, können wir die dazu machen. Sieht so aus. So. Dann werden wir auch hier erstmal eine Fackel brauchen. Ach, und da hinten kommen ja schon wieder die Burschen von der stöhnenden Fraktion. Es hört so an. Hört sich so an, als ob die erstmal in die Lava reinlaufen. So. Okay, haben wir also schon mehrere Gänge. Das verzweigt sich hier auch wieder. So. So. Dann sollte das hier auch so langsam abfließen. Jawohl, da ist die Lava schon weg. Da ist jetzt die Frage, wohin? Ich bin ja doch erstmal dafür, hier nach links. Einfach das Material hier auch rausholen. Golderz, sehr schön. Zack, zack, zack. Nicht, dass mir gleich ein Creeper hier in die Grube reinhüpft. Um hier Gesellschaft leisten will. So. Schwubbeliwupp. Jo. Weiter geht's. Komm, Redstone nehmen wir hier auch gleich mit. Wenn wir schon mal so tief hier unten sind. Ja. So. Da oben
Ach Kinder, das ist ja wieder mit Verzweigung. Halleluja, hast du nicht gesehen? So. Lava. So. Und zack. Okay, da haben wir Bogenschütze und Creeper. So, du stirbst erstmal. Du als nächstes. Und du wartest, bis du an der Reihe bist. Alter Schwede. Ist ja nicht von schlechten Eltern hier unten die Ecke, wa? Muss man mal neidlos so sagen. So. Ach. Junge, du hast dir aber ein schlechtes Plätzchen ausgesucht, hä? Pass mal auf, habe ich Gravel dabei? Ich hab Gravel dabei. Na sowas. Oh, dann machen wir den mal so und dann lassen wir dir den mal auf den Kopf fallen, wollte ich gerade sagen. Naja, war nix. Aber meine Fresse. Das ist doch recht beeindruckend hier. So, können wir da auch den Lavafall zumachen, so wie es aussieht. Ja. Geht's da hinten auch nochmal lang? Da oben haben wir noch Eisen in der Decke. Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Dann sind wir schon mal wieder auf Beutezug hier unter Tage. Holla, ihr Waldweg. So. Zack, Eisen. Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Alleine, weil sich schon dahinter wieder Eisen verbirgt. So. Halbwegs so das Gelände hier wieder herstellen. Dass man hier halt also auch dann wieder mal ein bisschen schön durchlaufen und hüpfen kann. Sprich, dass man also die Löcher hier ein bisschen wieder dicht macht. Söderle, Söderle. Ja. Jetzt habe ich natürlich wieder viele Richtungen, in die ich weiter kann. Ich bin aber erstmal spontan für die hier oben. Obwohl es sich da gleich wieder zu verzweigen scheint. Ja, den Zombie habe ich gehört. Aha, da hinten toben sie rum. So. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ist das hier eine tolle Höhle. So. Pling, plang, plung. Dich hau ich um. Dich auch. Und du kriegst das Schwert in den Bauch. Haben wir wieder mal die pötische Ader heute. So. Zack, hier wieder Eisen rausgeholt. Und dann erstmal hier weiter geschaut. Das ist, genau, da bin ich nämlich hergekommen. Oh je. Hals macht wieder ein bisschen Probleme. Ich esse aber einfach erstmal einen Happen. Und dann hole ich mir noch hier die Kohle aus der Decke. So, zack, 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 zack. Ja, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ein Gutteil der Leute, die Mehrheit, sogar gesagt haben, hier rekonstruieren, mach einfach nochmal einen neuen Anlauf. Weil nämlich tatsächlich dann mit diesem Spawner was machen, mit der Ecke was ausbauen. So. Ist doch schon ganz reizvoll, wenn man den einfach noch da hat. Und ja, mir war einfach ehrlich gesagt auch selber danach. Unter Umständen hätte ich das also auch gemacht, wenn ihr euch anders geäußert hättet. Bin ich einfach mal froh, dass wir doch einer Meinung sind. Und werden wir mal
schauen, was mir halt zu dem Spawner da einfällt. Was ich da mache, vielleicht mache ich einfach so einen Lichtschacht nach unten, dass die Zombies also dann bei Sonnenlicht auch drauf gehen. So wie ich das in Les Piranhas gemacht habe. Da sitzt der Spawner zwar nicht ganz so tief, aber da habe ich halt auch so einen Lichtschacht gebaut. Das ist also bei Tageslicht, das war ein Skelettspawner oder ist ein Skelettspawner, dass bei Tageslicht das Licht eben runter in den Schacht fällt und dann die Skelette trotzdem unten am Spawner drauf gehen. Ja. So, dann schauen wir mal hier weiter lang. Das sieht ja auch nicht verkehrt aus. Vor allen Dingen kommen wir da noch mal weiter nach unten, dass wir vielleicht doch noch mal hier unten Diamanten finden. No, das wäre natürlich was Schönes. Nicht, dass ich welche bräuchte, aber es wäre trotzdem schön, welche zu finden. No. So, Wassereimer haben wir doch dabei. Dann benutzen wir den doch einfach mal. So. Jetzt könnte ich hier natürlich. Na, ist da unten die Lava mehrstöckig? Nee. Dann graben wir uns hier aber einfach um die Lava ein bisschen drumrum. Aha, da ist wieder Lava. Ich könnte natürlich auch hier den Obsidian mal wegklopfen, um zu schauen, was da ist. Ob wir da drunter Diamanten finden, das ist natürlich eine relativ langwierige Sache hier jeweils. Deswegen schauen wir mal, ob wir nicht hier so drumrum was finden. Wer sagt's denn? Oh! Geil, geil, geil. Eins, zwei, drei, vier Stück. Haha. Was haben wir mit unserer Spitzhacke da rausgeholt? Ja, vier Stück. Sehr schön. Wir sind ja hier schon fast wieder voll. Beziehungsweise wir haben natürlich jetzt auch jede Menge unnützen Krempel dabei, den man wegschmeißen kann. Oh. Aber geil, Diamanten. Was würde Gronkh sagen? Wir werden sterben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht so recht daran. So, dann waren wir hier unten. Das hatten wir, das hatten wir. Ach, Andy. Mach dich doch nicht unbeliebt. Mach dich nicht unglücklich. So, nochmal gucken. Zack, zack, zack. Hier waren wir durch. Da können wir uns noch den Durchgang hinbauen. Da hinten ist er doch. Knochenkalle, kommst du um die Ecke? Zack. Ach, da ist er ja. Na komm, wenn du dich schon so hinstellst, hauen wir dir doch gerne eins auf die Füße. So, den Creeper haben wir noch rechtzeitig erwischt. So, Spinne. Ah, hier haben wir eine Enderperle. Komm, du stirbst erstmal. Und du kriegst den ausnahmsweise mal zwischen die Augen, wenn du dich nicht traust, deine Eier zu zeigen. So, Enderperle. Was lassen wir, schmeißen wir dafür weg? Ja. Totes Fleisch. Oh. So, und dann schauen wir mal. Zack, zack, zack. Markieren wir uns hier den Gang, dass ich weiß, dass ich hier entlang gegangen bin. Denn hier verzweigt sich das ja wieder. Der kam auch von oben. Okay.
Da setzen wir uns mal ein Lichtlein hin. Dass wir da vielleicht später nochmal nachgucken. Komm her hier. Eggshot. Peng, weg ist er. So. Und die Burschen tanzen ja hier recht zahlreich an. Oh, da haben wir wieder Gold und Kohle. Sehr schön. So. Wenn wir schon Golderz da haben, dann nehmen wir das auch mit. Da haben wir noch Redstone, aber erstmal möchte ich den Fluss dazu machen. Na. So. Ja, Hauptsache ist Ruhe hier. Na, lassen wir uns vom Wasser mal zurückschieben und Eggshot! Alter. Komm, noch einer. Wenn es nicht reicht, dann gibt es noch einen zweiten. So, zack, Spitzhacke gezückt und hier die den Redstone noch rausgehauen. Na, den will er auch schon nicht mehr mitnehmen. Sind wir da auch schon wieder voll. Soll mir ja soweit recht sein. So, schwuppdiwupp. Fackel ran, weiter schauen, wie es hier weitergeht. Bedeutende Löcher machen wir mal zu. Alter Falter. Da hinten haben wir noch ein Skelett. Eggshot. Jawohl, weg ist er. So, hier mal kurz das Schussfeld freigemacht. Schwupp, schwupp, schwupp. Schön, da haben wir noch Gold. Das nehmen wir mal einfach mit, weil wir schon einiges davon haben. Ein bisschen drumherum gegraben, dann sieht man auch schon, dass es davon noch mehr gibt. Klasse, das gefällt mir. Zack. So, schwupp, zack. Hier wieder aufgefüllt. Den ganzen Cobblestone muss ich ja nicht mitschleppen. Den kann ich genauso gut hier unten in die Lücken reinprügeln. Dass das Ganze nicht ganz so zerklüftet aussieht. So, und dann sind wir hier aber auch schon wieder in einer Sackgasse. Trifft sich gut, denn ich kann dann hier zack etwas Fackeln produzieren und nochmal einen Happen essen. Bevor wir hier weiter auf Erkundung gehen. Zack, 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 zack. Ja, ein Thema zum... Das heißt, entschuldigt mich kurz, ich werde mir erstmal die Nase schneuzen und nochmal was für meinen Hals tun. Ne? Bis gleich. Söderle, da sind wir wieder bereit zu neuen Untaten. Wie zum Beispiel hier diesen Steinblock entfernen. ja, Themen habe ich jetzt speziell für diese Aufnahme nicht nochmal extra vorbereitet. Ach, Creeper. Das ist doch schön, dass das Spiel dann immer für Abwechslung sorgt. So, da bin ich ja hergekommen. Da oben ist noch Eisen. Und hier lang geht es noch in die Richtung weiter. Wenn auch nicht sehr weit, obwohl das Eisen holen wir uns hier natürlich auch aus der Wand raus. Mal horchen. Denn hier waren doch Skelette zugange. Oh, die plumpsen wahrscheinlich da oben. Rum, rauf oder runter. Da werden wir uns mal... nicht besonders geschickt, ich gebe es zu. Hoppala. So. Mal umschauen etwas. Schön, da haben wir Eisen, da haben wir auch noch Gold. Und da haben wir
ein Skelett hinten in der Ecke rumzukrepeln. Komm, du kriegst erstmal einen. So, zack. Ja. Okay, da scheint dann hier auch erstmal Schluss mit lustig zu sein. Das heißt, wir holen uns hier noch das Gold und das Eisen aus der Wand. Ist ja fast wie ein Geldautomat hier, so eine Höhle. Oh, und richtig viel Gold haben wir hier sogar noch. Mann, 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 Mann. So, was haben wir da hinten noch? Nichts weiter. Plöppidi plöpp. Hier war doch noch... Ach, dadurch, dass das so zerklüftet ist... ist das hier ein bisschen schwierig mit dem Durchlaufen. Aber, naja. So. Ach! Ups! Okay, Kohle sind wir auch voll. Du kriegst auch erstmal einen verpasst. Und noch einen. Hoppala. So, und dann holen wir uns hier... Ach, haben wir das Eisen in der Decke übersehen? So. Gut. Ach, und da ist doch noch Gold. Na, sag mal. Werde ich etwa auf meine alten Tage hier noch nachlässig? So. Oh, was können wir denn jetzt wegschmeißen? Für die Kohle. Ach, würde ich mal sagen, wir nehmen hier die Stöcke und machen uns daraus weitere Fackeln. Dann haben wir nämlich gleich wieder Platz. So. Hier die Kohle aus der Wand zu hauen. Mal sehen, was da noch dahinter steckt. So. Schwuriwupp. Oh, ich höre Slimes. Jetzt sind sie auf der linken Seite, jetzt sind sie auf der rechten Seite. Da hinten müssen die irgendwo rumschwirren. Wozu haben wir denn von dem guten Stoff noch so viel dabei? Jetzt ist Ruhe. Was mich aber nicht davon abhält, hier nochmal Kohle zu holen. So. Ihr wisst ja, wer die Kohle nicht ehrt, ist den Diamanten nicht wert. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, schwuppdiwupp. Hier rausgeholt. So, statt der Axt kann ich doch den da hinpacken. Ja, Frage ist, wo sind auf einmal die Dinger hin? Die Slimes hin? So, dann holen wir uns noch hier die Stücken Kohle. Schwubbliwupp, rubbeligatz. Und dann schauen wir in die Richtung hier weiter. Wenn sich der Gang hier so gerade anbietet und da auch noch Gold und Eisen drin sind. Na, dann... Okay, da ist nichts weiter. Okay. So. Kann das sein, dass wir den Bereich vielleicht schon mal von woanders hier erkundet haben? Ich meine, das ist ein sehr alter Chunk, also ich war schon... unheimlich lange nicht hier. Oh ne, das ist ja die Ecke. Wo wir von der anderen Seite gekommen sind. Zack, auch hier haben wir wieder Kohle. Zack, zack, zack.
Zack, und hier haben wir wieder einen Gang, eine Sackgasse. Sehr schön. So weit, so gut. Ich bin mal echt gespannt, ob ich nachher wieder hier rausfinde. Oh, aber erstmal nehme ich hier das Eisen mit, denn wenn ich aus dieser Höhle rausgehe, dann mit den Füßen voran oder mit vollen Taschen. Oh, noch ein bisschen Gravel hier noch weggehauen. Den kann man zwar auch nicht mitnehmen, aber zack, zack, zack. Hier können wir ein bisschen mal die Decke zumachen. Ach, Creeper, da bist du doch. Da hinten sieht es auch schon wieder hell aus. Mal sehen, was da auf uns wartet. Und zack. Und hier wieder Eisen aus der Wand geholt. Kohle aus der Decke. Na, alleine, was ich an Experience hier durch den Abbau von Kohle mache, geht ja auch auf keine Kuhhaut. Ja. So. Da haben wir nochmal Gold. Wie schön. Das nehmen wir doch glatt alles hier mit. Ist da noch was drumrum? Nö, sieht nicht so aus. Hallo. Auf Wiedersehen. So. Dann zack, setzen wir hier auch nochmal Fackel. Okay. Alter, hier gibt es ja so viele Winkel und Ecken. So, komm her, du hast mal im Sturmlauf niedergemacht hier. Und dann geht's hier gleich weiter. Der nächste Gang, die nächste Höhle. Die nächste Sackgasse. Schwuppdiwupp. Ach, da, ich finde das ehrlich gesagt immer noch toll, hier in Minecraft Höhlen zu erkunden. Obwohl ich das seit 2 Jahren mache, ja, macht es immer noch Spaß. Ja. Ob das jetzt die neuen Chunks sind, ob das Minensysteme sind, ob das Schluchten sind. Ich finde das immer noch geil. Oh, hier ist nichts weiter. Okay. Da ist auch nichts weiter. Was hier auch. Dann schon mal abgegrast. Da oben geht es noch weiter. Nee, nicht mit dem Bogen. So. Kuckuck. Einmal kurz den Kopf rausgesteckt. Mal gucken, ob einer guckt. So. Aha, Zombies. Aber wo? Wir haben hier schon wieder so eine große Kaverne mit vielen Bodendurchbrüchen. So, aber erstmal auch wieder jede Menge Kohle in der Decke. So, man soll ja eigentlich nicht direkt über Kopf abbauen, aber ich schenke mir das hier mal. So, zack, 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 hier rum. Sind wir soweit sauber. Da geht es wieder nach unten. Dann machen wir mal das Glöckslein zu, damit wir da nicht reinplumpsen. Genauso hier. Oh, irgendwo werden wir da schon nach unten kommen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und hier geht es auch erst nochmal nach oben. Hier machen wir mal den Abfluss dicht. Und dann schauen wir mal, dass wir uns hier irgendwo runtergraben. Ah, da sind sie doch alle. Ding, komm genau ins linke Auge. Sei ehrlich, du hast es kommen sehen. Komm, und du kriegst einfach mal die Spitzhacke in die Fresse. So. Ja.
Ja, ist ja gut, ist glaube ich gleich dran. So. Zack, hier erstmal Licht gemacht. Lichte in die Bichte. So, und dann kommen wir hier auch so weit, dass das hier erstmal ein bisschen nach dem Durchgang aussieht. Hier haben wir schon wieder Eisen rumzuliegen. Gottes Willen, ja, wo habe ich denn alles Eisen liegen lassen? Ach je. Es ist ja. Nee, Alter, was ist denn das hier für eine Höhle? Da meckert man immer über die neuen Höhlen. Ja, aber hier, guckt euch das mal an, Leute. Es ist doch mindestens genauso verwirrend wie eine von den neuen Höhlen. Ja, da muss man ehrlich mal zugeben. So, und ich denke mal, wir werden uns hier nochmal weiter zusehen, dass wir hier noch nach unten kommen. Hier waren wir nämlich schon mal. Hier habe ich mir nämlich eine Treppe runtergebaut. Und dann sind wir hier doch woanders lang. So, Eisen. Haben wir hier noch Platz für Eisenerz? Ja, 53. Da gehen noch ein paar Blöcke mit. Ja. So, Hügel da. Da müssen wir aufpassen. Kriegen wir ihn hier? Jawohl, haben wir ihn gekriegt. Hehe. Haben wir das Skelett hier gelegt. So, da hinten ist schon wieder was. Okay. So. Meine Fresse, schaut euch das mal hier an. Ja, ist ja gut. Zack. Das wäre was, wenn man die Fackeln hier auch gleich als Leuchtpfeile verschießen könnte. So, und für dich machen wir mal da dicht. Und dann kriegst du den Pfeil in die Füße. Ja. Oh. So. Alter Schwede. So und so. Lassen wir das Wasser hier erstmal ablaufen und dann kümmern wir uns um den Zombie. Und das Skelett. Komm her hier. Stirb, du auch. Du auch. Hoppala, nicht schubsen. Sowas macht man nicht. So, schwupp. Alter Schwede, liegt hier noch ein Zeug rum. Das ist ja. Zack, 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 noch Gold. Nehmen wir hier mit. Da unten haben wir noch. Was ist da? Haben wir noch eine Gelegenheit, uns hier mal noch runterzubauen. Genau. Redstone haben wir ja eigentlich alles. Pfeiler haben wir auch schon alles. Machen wir hier mal die Lava dicht. Klick. Und bis die abbaut, holen wir uns hier das Eisen raus. Setzen natürlich Fackeln. Komm schon, zack. Hier dicht. Da dicht. Da dicht. Dann sollte das so langsam ablaufen. So. Was für eine Höhle. So, und ich schau mal, ob wir uns noch mal Fackeln machen können, sollten. So. Zack. Haben wir unseren Fackelvorrat wieder aufgefrischt. Den Eimer könnte man eigentlich entsorgen, beziehungsweise Erde, Sand werden wir hier nicht weiter brauchen. Das heißt, die Erde nehme ich mal als ja, Baustoff eigentlich einfach, um zum Beispiel hier sowas wie die, na, hat mich da jemand? Da hat mich niemand. Hier hat mich niemand zu haben. So. Und da haben wir hier schon wieder ausgediente
Lavafelder. Einmal hier kurz die Schaufel geschwungen, damit wir einen Überblick haben. Eieieiei. Da hinten geht's weiter und da sehe ich auch Cobblestone. Waren wir da schon mal von der anderen Seite dran? Könnte sein. Nehmen wir mal den Wassereimer und löschen die Lava hier ab. Großzügig. So. Zack, zack. Zack. Ja, das sieht so aus, als ob wir hier schon mal waren. Da geht's nochmal weiter. Schwuppdiwupp. Alter, ist das eine schöne Höhle hier. Oh, guckt euch mal den Wasserfall an. Ist der irre. Oh, so zerklüftet, wie der hier ist. Dann schauen wir mal. Oh, da hätten wir uns auch anders anbauen können, aber gut. Ob wir den hier irgendwo dicht kriegen. So, Erde haben wir verbraucht. Zack, jetzt nehmen wir hier Cobblestone. Weil, oh, muss doch mal. Creeper! Ping! Ab in die Füße. Komm, da muss ich doch durchkommen durch die Lücke. Ja, soweit. Zumindest, dass ich den Creeper da erlegt habe. So, dann hier noch eine Fackel hin. Alter Schwede. Ach, da kommt schon der Nächste. Ja, Junge, du kannst nicht schwimmen. Nicht mit Pfeilen in den Füßen. Alter, ist hier ein Betrieb. So, jetzt holen wir uns erstmal hier oben das Plätzchen. Und dann... So. So. Dann sollte es hier... dicht sein. Das sieht ja soweit gut aus. Frage ist nur... Ah, psala. Komm, Junge. Nee, 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 nee. Wo kommen wir da hin? Meine, nach oben wäre ja schon mal nicht verkehrt. So. So, du stirbst mal schnell. Wo kommt ihr denn hierher, Jungs? Gleich zwei auf einmal. Hoppala, und die ganzen Experience. Uababa. Perlen möchte ich mir hier natürlich schon auch noch mitnehmen. Das Eisen da wäre auch sehr verlockend. Deswegen lassen wir mal hier Wasser runterlaufen. Und dann nochmal da. Das sieht auch soweit schon mal gut aus. Dass wir hier rankommen. Und erstmal ein Brötchen essen. Und uns dann hier das Eisen unter den Nagel reißen. Ich hoffe, wir haben noch so viel Platz im Inventar. 4 Eisenblöcke. Das sollte 1, 2, 3. Jo, gerade noch so reichen. Ist das eine Höhle? So, dann. Auch wenn du ein Spinnenauge dabei hast, das hilft dir nichts, mein Freund. Aha, nochmal ein Enderman. Ah, da ist er ja, der Bursche. Hoppala. Hey Junge, hier wird das aber schwierig mit dir. Ja? Au, au, au. Da oben war noch ein Creeper. So. Das war jetzt auch hoffentlich der Enderman.
Upsala. Okay. Das ging Gott sei Dank glimpflich ab. No. So, dann werden wir uns hier mal schnell nach oben bauen. Und uns hier wieder, zack, Fackeln hinsetzen. Hoppala, was für eine Höhle. So, zack, damit haben wir jetzt Eisenerz voll. Und hier die beiden überzähligen Pfeile schmeißen wir weg. Damit wir noch mehr Eisenerz uns hier unter den Nagel reißen können. So, hier ist dann auch wieder Ende. Okay. Hoppala, raus hier. So, da sind wir doch schon wieder. Kuckuck. Wo war er? Okay. Zack, zack, zack. Eisenerz. Ist die Decke hier dick genug? Nö. So, einmal nachgerüstet. Eisenerz. So. Wo seid ihr? Ach, da. Gut. So, dich haben wir. Und euch kriegen wir auch gleich. Komm, heute gibt's Zombie-Geschnetzeltes. So. Und ein bisschen was vom Creeper gleich dazu. Alter, ist das hier eine Höhle? Sowas von zerklüftet, verzweigt, habe ich ja schon unheimlich lange nicht mehr gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier... auf die Füße, auf die Pfoten meine ich. Ja, in der Ecke hast du natürlich keine Chance. Da kommst du nicht raus, Junge. Ja? Nachzuvollziehen. Und das sind so eine Sachen hier, so eine kleinen Löcher. Na, die sieht man halt nicht unbedingt. Aber ihr seht, dahinter verstecken sich halt auch häufig und gerne Höhlen. So, ich mache aber hier erstmal weiter. Alter, was ist denn das? Okay, hier ist erstmal, wollte ich gerade sagen, Ende, aber weit gefehlt. Naja, gut, allzu viel ist hier nicht mehr, wollte ich gerade sagen. Und entdecke dann, dass es hier noch weitergeht. Leute, Leute, Leute. So. Okay, da können wir auch nochmal gleich das Wasser abdrehen. Das scheine ich dann hier schon mal von einer anderen Seite aus gemacht zu haben. Also das ist ja eine Höhle hier. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. Ach, da seid ihr. Ja, ich komme ja gleich. Ich komme ja gleich. Okay. Juckuhu, da kackte ein Creeper durchs Fenster. Huhu. Na, wo ist er? Weg ist er. Alter Schwede, ey. So, plöng, 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 plöng. Hier wieder Eisen aus Wand und Decke geholt. Fackel hingesetzt. Das ist ja hier... Ja? Hier geht es ja in jede Richtung weiter. So, und ich genehmige mir hier wieder mal ein Brötchen. Guckt euch das an. Da oben geht's weiter, da hinten, da lang. Und immer wieder schwupp fehlt irgendwo der Boden. Nee, ey. Das ist doch... So,
schwuppdiwupp hier, da hat Eisenerz rausgeholt. Hoppala, also du musst ja auch bei jedem Schritt eigentlich hingucken, wo du hinläufst, weil es könnte ja an jeder Stelle so ein Loch sein, was dich dann ins Bodenlose runterplumpsen lässt, ne? So wie da zum Beispiel. So. Holen wir uns hier noch das Eisen raus. Da oben geht's auch nochmal weiter. Meine Fresse. Gib Ruhe. So, schwuppdiwupp. Alter Schwede. So, hier haben wir noch mehr Eisen. Zack, zack, zack. So, und ich wollte ja eigentlich nach oben, ne? Hatte ich ja, glaube ich, irgendwie schon lange mal wieder vor, dass wir uns so langsam auf den Rückweg machen. Plus. Ich habe mich hier sowas von verlaufen. Ah, das könnt ihr mir glauben. Also, wir versuchen es mal. Hulala. Das war nicht klug. Na genau, hier habe ich mich doch einfach nach oben gebaut. Da hinten ist wieder ein Skelett. Edge, ich war schneller. So. Ja, Pfeile kann ich jetzt alles gar nicht mitnehmen. Alter. Upsala. Ach, Leute, ey, das wird hier langsam Arbeit. Auch wenn das gut für die Experience ist. Was ist das hier? Ach, guck mal, da hinten ist schon der nächste. Hallo! Wupp! So. Na Junge, komm mal hier hoch. Mach du dir mal den Weg. Jetzt ist er hier unten auf die Schnauze geflogen. Holla, da haben wir auch eine schöne Versammlung. Wisst ihr was? Den Jungs da unten machen wir doch mal eine Freude. Ha? Meint er nicht auch? So klammheimlich? Hier so? So, aber irgendwie würde ich doch mal sehen, dass ich gerne wieder hier holla die Waldfee nach oben komme. Weil das ist ja hier sowas von verzwickt, verzweigt, verzwirbelt. Nee. Wenn ich die Fackeln auf der rechten Seite, danach kann ich mich zwar nicht mehr so richten, aber... Hoppala. Hopp. Okay. Enderman. Zing. Ja, die Frage ist, wo willst du jetzt hinspawnen? Und wo bin ich hierher gekommen, als ich diese Höhle hier erkundet habe? Ja, ist ja gut, ich bin ja schon weg. Ach ja, danke für den Tipp übrigens mit dem Scrollrad. Wenn ich einen Pfeil auf der Sehne habe und den dann doch nicht abschieße, dass ich dann halt das Scrollrad benutzen kann.
um die Waffe zu wechseln, beziehungsweise den Pfeil dann nicht abschießen muss, ihn auch nicht verschwende. Mein Bogen hat, glaube ich, aber sowieso gerade unendlich viele Pfeile, sodass das also nichts ausmacht, wenn ich da Pfeile verschieße. Ja. Und wenn ich Pfeile verschießen würde, dann sammle ich sie halt wieder auf, wenn ich sie in den Boden schieße. Ja. Von daher macht das also nicht so viel aus. Na, Creeper. Zack. Und du da hinten kriegst auch noch einen. Komm, zwei. Zack, köpfen wir hier runter, holen wir hier das Eisen raus. Ich sollte ja eigentlich versuchen, zurückzukommen in die bekannten Teile, ne? Und nicht hier dauernd Neues entdecken. Aber die Höhle hier ist ja echt mal einfach abartig. Na, Creeper, kommst du hier hoch? Du wirst feststellen, der Weg hat sich nicht gelohnt. Das sieht ja fast so aus, als ob wir hier Schluchten hätten. Komm her, Creeper. Pleng. So. Ach, und gleich noch einer. Von der Bande. So, dann machen wir auch hier nochmal Lava dicht. So, zack, zack, zack. Hier einfach mal komplett dicht gezogen das Ganze. Obwohl, Mensch, ich muss doch hier irgendwie... Okay, was wir hier finden, nehmen wir natürlich noch mit. Und ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge schon wieder läuft. Für dich ist sie auf jeden Fall zu Ende. Klack. So, da hinten sehe ich noch Gold und ein Skelett. Eggshot. Hier plumpsen auch noch irgendwo welche rum. Ohoho, das ist wieder so eine so eine Lücke voller Tücke. Schwuppdiwupp, oh, ja, ja, hier nochmal Gold. Nehmen wir noch mit. Zack. Wohin? Nö. Aber ich höre schon wieder irgendwo Skelette rumturnen. Was ja nichts heißen muss, die turnen hier ja in rauen Mengen herum. So. Und das mal so. Und schon wieder unbekannter Höhlenteil. Und schon wieder Zeit, einen Happen zu essen. Und sich ein paar Fackeln zu machen. So. So. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier Fackeln nachmache. Ich muss ja schon um die 100, 150 Fackeln verballert haben in der Höhle hier. Also. Klein ist was anderes, ne? Huch, sah das so aus. Das sah so aus, als ob der Sternenhimmel drüber wäre. Also diese Löcher hier im Boden, die sind ja
großartig. Also sowas habe ich ja ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt. Und ich habe hier schon so einiges an. Geht's wieder runter und Halleluja und hast du nicht gesehen. Ach. Kinder, Kinder, Kinder. Was für eine Höhle. Ja. Versteckt sich hier so einfach an einem Spawner und dann hast du hier doch noch tausenderlei Ecken und Wendungen und hier noch ein Gang und da noch ein Gang und da geht's rauf und runter. Was heißt Gänge? Gänge würden ja hier irgendeine Art von Symmetrie vorgaukeln. Da haben wir noch Eisen. Haben wir noch Platz für Eisen? Ja, wir haben noch Platz für Eisen. Deshalb. Und jener wegen holen wir uns das hier auch aus der Wand. So. Das sieht hier schon mal wieder so aus, nach einer Ecke, an der wir schon einmal waren. Aber fragt mich was Leichteres. Und ich hüpfe hier immer wieder fleißig runter, obwohl ich ja eigentlich nach oben will. Ne? So, von wegen nach Hause. Nicht nur zum Telefonieren. Aha, mal sehen. Fackel linke Hand wäre schon mal ein gutes Zeichen. So, jetzt sehe ich aber zu, dass ich hier nach oben komme. Wobei, ich bin ja relativ tief auch in dieser Höhle erst eingestiegen durch den Spawner. Es muss also nicht sein, dass der Weg hinaus tatsächlich der Weg nach oben ist, ne? So, das ist ja jetzt hier schon ein ziemlich hoher Punkt. Aber der Spawner lag ja auf Höhe 30, also schon ziemlich tief. Meine Fresse. Ich glaube, ich werde doch irgendwann hier einfach nochmal mich an irgendeinem Punkt straight nach oben durchgraben. Ich glaube, ich werde den Spawner hier nicht wiederfinden. Und auch den Weg aus dieser Höhle hier nicht wieder rausfinden. So. Weil es ist ja. Das ist ja die Hölle, diese Höhle hier. Alter. So, von dem Gravel haut der natürlich besonders viel weg. So, haben wir dann da noch Eisen. Wunderschönes Eisen. Und noch mehr Eisen. So, hier war doch noch. Ah, den hat's dann. Habe ich den da auch schon weggehauen? Ja, sieht so aus. Alter. Diese Höhle. Diese Höhle wird keine kleine sein. So, und hier rauscht schon wieder Wasser und ich höre Zombies. Da oben tropft es. Aha. Na, wer sagt's denn? Ja. Hier kommt man noch weiter.
Schwuppdiwupp, ich kraxel hier einfach erstmal hoch. Zack. So. So, und dann machen wir uns hier wieder mal Licht. Und holen uns das Eisen aus der Wand. Alter, nee, ey. Ist das eine Höhle? Das ist ja... Eggshot, Alter. So läuft das. Naja, okay, das können wir hier mal lassen. Ich hüpfe aber auch immer wieder runter, um irgendwo Eisen oder sonst was zu holen. Achso, jetzt sind wir also auch schon hier voll. Haben wir den dritten Eisenstack angefangen und aufgefüllt, kann das sein? 1, 2 Stacks. Haben wir hier erstmal. Die Truhe könnte man irgendwo beiseite schmeißen. Oder... Ach komm, den Eimer hier. So, haben wir jetzt... Jawohl, da haben wir jetzt Eisen dafür. Und, tja. Den habe ich gesetzt, den... Schauen wir mal von der Position her. Welche Höhe sind wir? 46. Das ist also noch ein ganzes Stück nach oben. Wobei der Punkt hier natürlich ein schöner Einstieg in die Höhle wäre. Ich mache das einfach mal. Ah, ich weiß, es ist jetzt nicht die sauberste Methode. Ja, aber... Und vor allen Dingen, straight nach oben soll man sowieso nicht. No? Ah! Zum Beispiel wegen sowas. Oh. Hoppala. So. Schwupp, da sind wir jetzt aber hier entwischt. Hört sich hier verflucht nach Spinnen an. Aha, da haben wir schon mal Tageslicht. Das ist doch schon mal was wert. So. So, da setzen wir uns noch mal hin. So, dann bin ich mal Opa! Ach du Scheiße! Nein, nicht noch einer! Ach ey, diese Mistviecher. Ich wollte gerade sagen, dann bin ich mal gespannt, wo wir hier rausgekommen sind. Diese Stelle werden wir auf jeden Fall gleich wiederfinden. Am Bootshaus? Aha. Okay. Ich hatte ja so den Verdacht, dass das Höhlensystem nicht das kleinste ist. Ja. So, hier können wir erstmal den Krempel reinschmeißen. Und die Truhe... Die Truhe hinpacken. Nicht Dynamit, sondern die Truhe. Ja. Dann können wir da erstmal alles reinschmeißen.
So. Und dann machen wir uns dann gleich nochmal auf, den Rest zu holen. Ja. Jetzt. Ach, doch nicht da. Das ist hier meine TNT-Versuchsanstalt. Ach ja, ich bin ja hier drunter durch. Alter, kriege ich das jetzt nicht mehr auf die Reihe, von wo ich zum... Doch, hier haben wir es doch. Meine Fresse. So. Tja. Ich glaube mal einfach, wir markieren uns das hier als möglichen zukünftigen Höhleneingang. Wenn wir uns den hier wieder freilegen wollen. Ja, gibt ja noch genug Gelegenheiten. Gibt auch noch mehr als genug Höhlen, aber ja, solange können wir das hier erstmal so lassen. Naja, keine schöne Stelle, aber doch immerhin ein bisschen abgelegen so von allem. Ja. So, zack, das nehmen wir hier noch mit, den Sandblock. Und ja, Leute, dann haben wir es für diese Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier unterwegs waren, aber noch und nöcher. Ich werde jetzt hier erstmal noch das ganze Eisen einschmelzen und ja, Diamanten verteilen, pipapo, die ganzen Ressourcen hier versorgen, umbauen, pipapo, alles, was wir noch so tun müssen und mir überlegen, was wir beim nächsten Mal machen. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.